Sobotní program v O2 aréně v rámci Prague Playoffs začal Medium Tour s rozeskakováním a poprvé letos jsme tady slyšeli německou hymnu zásluhou Feline Alman a Klisny Ebby, které zvítězily, byly dvakrát bezchybné. Feline, gratulation. Vielen Dank, danke schön. Ich freue mich sehr, dass es hier heute in der Arena, that it worked out in this arena like that today. Ja, wir können auch Deutsch, es ist kein Problem für mich. Wie war jetzt, war auch Jump-Up, Sie waren zweimal fehlerfrei. Was war schwieriger, also die erste, die Basisrunde oder dann die zweite? In der ersten Runde ist mir so der Parcours sehr gut geglückt. Dann waren natürlich sehr viele Starter im Stechen. Dementsprechend ist dann so ein Stechen meistens auch immer etwas schneller. Und dann war jetzt natürlich dann die Schwierigkeit, den richtigen Fluss zu finden für die vielen Wendungen, die im Stechen waren, und da dann die beste Zeit rauszuholen. Dvě bezchybné jízdy, samozřejmě, že rozeskakování je vždycky těžší. Bylo dnes poměrně hodně účastníků a účastnic v rozeskakování, takže čas tam hrál velkou roli a Feline právě tam hledala ty různé otočky, kde by mohla ušetřit ty cenné setinky a desetiny sekundy. Wo war eigentlich im Stechen der Platz, wo man viel Zeit sparen konnte? Dadurch, dass dort wirklich viele Wendungen drin waren, immer kurze Wendungen, würde ich sagen, in jeder Wendung war es wichtig, dass man immer den Fluss behält und dann nicht den Fluss rausnehmen muss, sondern wirklich immer in seinem Rhythmus bleibt, so wie wir das sagen, und dann natürlich die Wendung auch möglichst kurz anzusetzen. Samé točení v rozeskakování, jak už to bývá, ptal jsem se na to, kde šlo ušetřit nejvíce času, říkala, že tam nebylo konkrétní místo, ale zkrátka bylo nutné zůstat v tom rytmu a těch zhruba lehce přes 40 vteřin zkrátka zajet na jednu a všechny ty otočky zvládnout. Sie kommen ja aus einer sehr berühmten Sportfamilie, haben Sie hier Unterstützung in der O2 Arena? Ja, also für mich ist es wirklich ein tolles Wochenende. Meine ganze Familie ist da, Olga Placher, meine Chefin, für die ich jetzt die Pferde hier in Tschechien reite, ich wohne ja jetzt auch wirklich nur eine Stunde von Prag, hat mir die Möglichkeit und meinem Bruder auch gegeben, hier an diesem tollen Event teilzunehmen. Und nun ist meine Mama, mein Papa, mein Bruder da und ja, ich freue mich natürlich riesig, dass es dann auch noch so geklappt hat. Feline pochází ze známé německé parkourové jezdecké rodiny. Ptal jsem se na to, jakou má tady podporu rodinou v Ochozech a říká, že dokonce dorazil i otec Dirk Alman, maminka má tedy velkou podporu. A sama zmiňovala to, na co jsem se chtěl zeptat za několik okamžiků. Ona je napůli českou reprezentantkou, protože aktuálně žije u Prahy, jezdí koně Olgy Plaché. Sie sind ja jetzt ein bisschen so halb tschechische Reiterin, weil Sie ja für Olga Placher reiten. Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit bisher? Also ich habe große Freude an der Zusammenarbeit, da ich einfach eine tolle Unterstützung von ihr bekomme. Im Reitsport verfolgen uns die Höhen und Tiefen täglich und da bin ich sehr dankbar, dass wir trotzdem durch jede Phase nochmal als Team gehen können. Feline je velmi vděčná za spolupráci s Olgou Plachou a říká, že se může 100% spolehnout na její podporu, což je velmi důležité, konec konců i v jezdectví to tak, že je to nahoru a dolů, je velmi spokojená s letošní sezónou, jak se daří a věřím, že to dnešní sobotní vítězství tady v Medium Tour bylo krásnou odměnou na sklonku sezóny. Feline, vielen Dank und herzliche Gratulation noch einmal. Ja, danke schön.